ich bin es gewohnt, dass während ich rede, andere Leute essen oder trinken. Ja, von daher, genau. Ich bin Deutschlehrer. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich bin es gewohnt. Ihr könnt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt inhaltlich dünn, ja, das kriege ich in einem TikTok-Reel besser. Aufstehen, Raucherpause. Ja, das macht ihr so, wie ihr wollt. Ne? Nimmst einen Cannabis-Klaus mit, gehst einen zwirbeln. Ja? Ich sag das, oder? Klar. Bist du Lehrer, der Herr? Nein. Nee, du arbeitest Vollzeit? Ja. Was? Nein. Ja, ist super. Ich mag den Namen Klaus. Der Name Klaus. Ist so schön. Klaus, oder? Klaus? Klaus. Der polnische Imperativ. Ja, verstehst du? Klaus, komm, nimm's mit. Klaus. Das ist so schön. Es gibt viele deutsche Namen, die sind Imperative. Schon mal aus. Ja? Isabel. Ja, und Isabelle. Verstehst du? Nicht verstanden? Doch, oder? Isabelle, der deutsche Imperativ. Das ist so schön. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass es inhaltlich dünn aufsteht.